Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich ein Favoritenvideo für euch. Ich habe euch meine Favoriten im Bereich Beauty und Lifestyle zusammengesucht. Das sind eigentlich auch meine Jahresfavoriten, also meine bisherigen Jahresfavoriten, vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Und zwar habe ich die Produkte, die ich euch jetzt zeige, ganz besonders in diesem Jahr kennen und lieben gelernt. Viele meiner Favoriten kennt ihr bereits. Deshalb zeige ich euch jetzt wirklich neue Favoriten bzw. meine diesjährigen Favoriten eben. Davor möchte ich euch aber noch natürlich eine Videofrage stellen. Und zwar könnt ihr mir doch heute wirklich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr macht. Also geht ihr noch zur Schule? Studiert ihr? Macht ihr eine Ausbildung? Oder arbeitet ihr? Oder macht ihr sonst was? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ihr müsst mir ja nicht genau schreiben, was ihr macht. Das ist natürlich sehr privat und nun würde ich sagen, starten wir mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mit einem Primer und das ist ein Primer, den ich jetzt wirklich schon so oft erwähnt habe. Also die meisten von euch sollten den jetzt auch schon kennen. Das ist der Lidschattenprimer von Urban Decay und zwar die originale Variante, glaube ich. Es gibt davon mehrere. Das ist auch schon die zweite Tube jetzt, die ich verwende. Und ja, dieser Lidschattenprimer ist einfach, wie ich bemerkt habe, auch im Gegensatz zu anderen Primern so, so viel besser. Ich finde, die Konsistenz ist einfach schön, sie ist flüssig, aber trotzdem ein bisschen fester. Es ist schwierig zu beschreiben, aber man kann die Konsistenz eben sehr gut auf das Lid auftragen oder auf die Lider. Und die Konsistenz ist eben so, dass der Lidschatten auch wirklich gut daran haften kann. Nicht zu flüssig, dass nicht alles da rumrutscht. Der Lidschatten hält den ganzen Tag. Also das habe ich bisher wirklich bei keinem Primer so feststellen können. Bei mir sitzt das perfekt. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ein etwas neuerer Favorit von mir ist dieser Catrice Liquid Camouflage Concealer geworden. Ich habe jetzt hier die Farbe 010, finde die allerdings schon sehr hell. Ich mische den sogar jetzt ab und zu immer mit dem 020 Concealer. Die Deckkraft ist so hoch und zusätzlich hält der Concealer die ganze Zeit. Also hier steht auch, 12 Stunden soll er halten. Und ich würde sagen, das schafft er auch. Also ich trage den meistens auch auf das ganze Gesicht auf, so für den Alltag oder so. Da benutze ich keine Foundation. Und ja, komm nach Hause und er sitzt immer noch da, wo er sitzen soll. Das ist wirklich ein toller Concealer, wie ich finde. Ich habe Mischhaut, ich sag's nochmal dazu. Ich weiß nicht, ob der bei trockener Haut gut funktioniert. Bei Mischhaut, bei mir, funktioniert der super. Damit komme ich jetzt zu einem Liquid Lipstick von Essence. Und das ist auch ein Liquid Lipstick, den ihr jetzt des Öfteren schon bei mir gesehen haben solltet, wenn ihr mich kennt. Und ich konnte euch bisher immer nur die ganze Reihe ans Herz legen, weil ich einfach die ganzen Liquid Lipsticks aus dieser Reihe super finde. Ich habe euch gesagt, dass sie wirklich schön matt werden, dass sie super lange halten, dass man essen, trinken, Kaugummi kauen, alles kann und der Lippenstift bleibt sitzen. Ihr merkt schon, bei mir ist das Kriterium Haltbarkeit immer ganz, ganz weit oben auf der Liste. Das macht für mich ein Produkt meistens ganz besonders und zusätzlich ist der Duft hier toll. Das wisst ihr vielleicht auch, dass ich ein Duftmensch bin und das immer sehr gerne mag, wenn Produkte auch gut riechen. Ich habe jetzt aber für meine Favoriten die Farbe 05 rausgesucht, denn ich habe doch gemerkt, dass das einfach die Farbe ist, zu der ich am häufigsten greife. Das ist ein schöner Rosaton, Nude Ton eigentlich auch so ein bisschen. Der passt einfach immer. Einfach ein tolles Produkt. Ein weiterer Favorit von mir ist die Marke Pure Lay geworden. Ich trage eigentlich nur noch deren Schmuck. Ihr seht, hier trage ich gerade den Schmuck. Sie ist recht teuer, die Marke, aber die Qualität ist wirklich toll. Es ist einfach mal ein bisschen was Besonderes, wenn man diesen Schmuck trägt. Ich habe euch auch schon auf Instagram gezeigt, dass Pure Lay gerade ganz weihnachtlich die Schmuckstücke verpackt. Ich habe nämlich gerade auch wieder bestellt und hier meine Verpackung bekommen. Das muss man Pure Lay auch zugute halten. Die Verpackung ist einfach toll. Und jetzt haben die mitgedacht und gleich weihnachtlich verpackt. Also wenn man die Schmuckstücke verschenken will oder so, hat man gleich eine tolle Verpackung dazu. Ich zeige euch einfach nochmal kurz, ich glaube, euch interessiert das, die Produkte, die ich mir jetzt neu bestellt habe. Das sind einmal Lotus-Ohrringe aus der neuen Lotus-Kollektion. Passend dazu habe ich mir auch noch eine Kette ausgesucht. Es gibt allerdings noch eine passendere Kette dazu, zu diesen Lotus-Ohrringen. Aber die war ausverkauft. Die versuche ich mir bald nochmal zu bestellen. Ach ja, und das andere trage ich auch gerade, merke ich gerade. Hier, passend zu meinen schönen Ohrringen, habe ich hier die Kette um. So. Und auch noch eine lange Kette. Ich habe übrigens auch immer noch einen Rabattcode. Den blende ich euch ein. Also, wenn ihr selber noch Geschenke verschicken wollt oder so, ich bin ein Fan von diesem Schmuck. Ah ja, ich mache doch mal weiter mit diesen Reinigungspads hier von Ebelin. Und zwar habe ich doch festgestellt, dass das wirklich
Reinigungspads sind, auf die ich nicht mehr verzichten könnte. Denn ich habe so viele Reinigungspads einfach schon ausprobiert. Das sind jetzt die großen, die Maxi-Pads. Es gibt ja auch kleinere Pads, mit denen komme ich irgendwie gar nicht mehr klar. Die sind mir viel zu klein. Es gibt ja auch neue Aktivkohle-Pads. Die waren nicht so toll, die sind ja auch so groß, aber die haben noch irgendwelche Peelingkörner oder so mit drin. Ich habe welche von Isana ausprobiert, die waren nicht so toll. Die von Ebelin, die Maxi-Pads, sind meine Favoriten. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, von dieser Marke habe ich euch auch schon jetzt so oft erzählt. Und zwar von der Marke Chiquelle. Die gehört natürlich auch zu meinen Favoriten in diesem Jahr. In diesem Monat, in diesem Jahr, wie auch immer. Ich habe jetzt stellvertretend dafür einfach mal diesen Pullover hier rausgesucht, weil ich so viele Komplimente schon dafür bekommen habe und den selber so toll finde. Das ist so ein Turtleneck-Pulli, wie ich auch gerade einen trage. Der ist auch von Chiquelle übrigens. Ich muss sagen, die sind am Anfang ein bisschen pieksig, aber wie gesagt, wascht die mit Weichspüler, dann komme ich damit super klar. Also ich hoffe, ihr dann auch. Die Farbe ist einfach toll. Ich finde, die sitzen toll. Die machen super was her. Die Marke wirkt einfach super hochwertig. Es ist eine schwedische Modemarke, wie gesagt, habe ich euch ja oft schon erzählt. Und ich habe auch gerade schon wieder neu bestellt. Vielleicht blende ich euch einfach mal die Sachen ein, die ich mir noch neu bestellt habe. Da sind nämlich wirklich schöne Sachen dabei auch. Also Qualität, wie gesagt, gefällt mir super. Die Passform gefällt mir sehr gut. Ich finde Chiquelle einfach toll. Und auch da habe ich, glaube ich, immer noch einen Rabattcode für euch. Auch das blende ich euch wie immer ein, damit ihr auch was davon habt. Kommen wir zu diesem Favoriten hier. Das ist ein Trockenshampoo von Batiste. Und auch dieses Trockenshampoo, beziehungsweise generell das Trockenshampoo von Batiste, gehört ja jetzt nicht seit neuestem erst zu meinen Favoriten. Ich glaube, das ist wirklich schon über mehrere Jahre jetzt mein Favorit. Trotzdem zeige ich euch dieses hier nochmal. Das habe ich euch schon in meinem Neuheiten im Testvideo gezeigt. Denn das ist jetzt eine neue LE, glaube ich. Und zwar die Rosé Gold LE. Wie gesagt, Trockenshampoo von Batiste ist immer toll, finde ich schon immer super. Aber hier nochmal ganz speziell, dieses neue Produkt hat einfach so ein tolles Design. Also die Aufmachung ist super. Und das ist, glaube ich, auch der Duft, der mir bisher wirklich am allermeisten zusagt. Der riecht nach Rose und Vanille und er riecht einfach super elegant. Der Duft wirkt eigentlich eher wie ein Parfüm und nicht wie ein Trockenshampoo. Also man riecht den ganzen Tag gut damit, die Haare riechen den ganzen Tag gut damit. Das Trockenshampoo erfüllt einfach seinen Job, es macht die Haare frisch. Und übrigens hat Willi auch immer meine Trockenshampoos mit in Benutzung, davon habe ich euch ja auch schon öfter erzählt. Und wir haben jetzt zwischenzeitlich immer mal andere Trockenshampoos benutzt, jetzt wieder Batiste. Und er meinte auch so, boah, er merkt jetzt erstmal wieder, wie toll dieses Trockenshampoo von Batiste ist. Er war dann so begeistert, hat mir die ganze Zeit seine Haare gezeigt und meinte so, guck mal hier, das sieht wirklich wie frisch gewaschen aus. Also richtig süß. Ein Favorit von mir ist auch diese Pinkbox hier geworden. Und ich glaube, die ist noch aus dem Oktober oder aus dem November. Ich weiß nicht, ob ihr die noch bestellen könnt, aber die ist einfach meine bisherige Favoriten-Pinkbox. Das ist so eine tolle Pinkbox schon. Alleine das Design finde ich super. Und zusätzlich hat mir der Inhalt hier wirklich am meisten bisher zugesagt. Zum einen waren da Karten drin und dann ist zum einen mein Lieblingsshampoo drin gewesen, was ich euch hier einfach direkt zeigen kann in meinem Favoritenvideo. Das ist perfekt. Ich habe das, glaube ich, jetzt schon zweimal gehabt oder dreimal, weil ich das so toll finde. Das ist das Repair and Balance Shampoo von Ghoul und es riecht einfach so toll. Es riecht so frisch, so elegant, so süßlich und es hat meine Haare schön gepflegt und weniger schnell fettend gemacht. Deshalb, ich habe mich so über diese Box gefreut, weil auch dieses Shampoo eben drin war. Dann fand ich aber auch ziemlich cool diese Lippenpflege. Lip Tip heißt die. Was ich auch super cool in dieser Box fand, war dieser Riegel hier. Und zwar ist das dieser rosafarbene Riegel von KitKat. Da bin ich jetzt auch schon ganz gespannt drauf. Es ist eine Duschpflege drin gewesen mit Wildrose und Süßmandelöl. Die riecht einfach super, sehr, sehr lecker. Und dann ist außerdem noch eine Maske drin gewesen von Neutrogena aus dieser Hydro Boost Reihe. Super interessante Produkte. Ich habe lange überlegt, ob ich euch die Body Lotion von Hello Body hier wirklich nochmal zeige in dem Favoritenvideo, weil Hello Body ja immer etwas umstritten ist, weil das ja so viele Influencer zeigen und so weiter. Aber ich zeige euch die Body Lotion jetzt einfach, weil sie wirklich zu meinen Favoriten gehört. Diese Body Lotion ist einfach vom Geruch her jetzt nochmal richtig meins. Ich habe euch ja schon erzählt, die riecht so süßlich, sie riecht nach gebrannten Mandeln. Also dieser Duft ist einfach toll, riecht schön winterlich. Die Body Lotion ist so reichhaltig und zieht trotzdem so krass schnell ein. Also man kann sich eigentlich sofort anziehen danach und der Duft hält
richtig lange. So, und dann habe ich doch noch einen Favoriten. Und zwar ist das auch von Urban Decay ein Favorit, ein Wise Lippenstift. Es ist etwas komisch, weil ich eigentlich nur Liquid Lipsticks mag, weil die von der Haltbarkeit eben toll sind. Aber dieser Lippenstift hier, der ist wirklich schön. Das ist der Lippenstift Violet Cream, glaube ich, so heißt er. Es ist auch ein etwas cremiger Lippenstift, aber die Farbe ist so kräftig. Also wenn man den aufträgt, der ist gleich sehr, sehr deckend, der Lippenstift. Und zusätzlich finde ich die Farbe einfach richtig toll. Ich glaube, so eine Farbe habe ich wirklich noch nirgendwo gesehen, weshalb ich diesen Lippenstift auch so super finde. Es ist so ein schöner, kühler Rosaton. Ich finde, der ist, obwohl er so cremig ist, nicht so störend auf den Lippen. Also es fühlt sich nicht an wie so ein Lipgloss, sondern es fühlt sich angenehm an. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch nun noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.